Ich bin am Ende. Die jeden Tag stärken wir denen die Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen: Danke, Antifa. Frau Kollegin Renner, dass Sie kurz zu mir rücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Revier einen Sticker der Antifa. Ich erteile ihr dafür einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung Präsidium des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen gegen Sie zu verhängen. Frau Kollegin Kipping, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die Zwischenbemerkung. Als nächste Rednerin spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Canan Bayram. Ganz kurz, Frau Bayram, bevor Sie anfangen. Wenn Sie weitere Ordnungsrufe haben wollen, melden Sie sich. Sitzungsleitende Maßnahmen des Präsidenten sind der Erörterung entzogen. Das gilt grundsätzlich. Und noch einmal, ich halte es nicht für opportun, Sticker der Antifa im Deutschen Bundestag zu tragen. Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Ich würde die Mitglieder der AfD-Fraktion bitten, auch dieser Rednerin zuzuhören, selbst wenn es Ihnen schwerfallen sollte. Ich fasse mal zusammen. Über der Reichstagskuppel lacht heute die Sonne, über Deutschlands Digitalpolitik lacht die ganze Welt. Einer der Gründe: Das ist sexistisch, wenn man süß sagt zu einer Rednerin. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, als Sie erklärt haben, zu einer Rednerin süß zu sagen, sei sexistisch, ob ich einen Ordnungsruf erteilen muss. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das tatsächlich sexistisch ist, weil meine Frau häufiger zu mir sagt, ich sei süß. Aber sei es drum. Frau Abgeordnete von Storch, Sie haben eben den Kollegen Buschmann als Terroristen bezeichnet. Ich rufe Sie zur Ordnung. Jetzt frage ich, ob weiter das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht wird. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Aufsetzungsantrag der Fraktion der AfD. Wahl eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags. Herr Kollege Brinkhaus, bringen Sie mich nicht in die Versuchung, Ihnen auch einen Ordnungsruf erteilen zu müssen. Ich bin mitten dabei über die Abstimmung. Außerdem können Sie Entscheidungen des amtierenden sitzungsleitenden Präsidenten im Ältestenrat rügen, aber hier nicht hier im Plenum. Mit dieser Belehrung lasse ich es jetzt bewenden, aber... Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, die Grünen fordern hier, die finanziellen Leistungen für Hartz-IV-Empfänger deutlich zu erhöhen und sämtliche Sanktionen abzuschaffen. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten. Seien Sie, wie der heilige Martin von Tours, gute Menschen und eben keine Gutmenschen. Frau Kollegin Lemke, so leid mir das tut, aber für den Zwischenruf lächerliche Schießbudenfigur erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Abgeordneter der Sicherheit, nein, Sie nicht. Herr Abgeordneter Sicherheit, ich weise Sie jetzt letztmalig darauf hin. Wenn Sie Ihre nächste Rede bei meiner Sitzungsleitung nicht korrekt mit der Anrede der Präsident beginnen, bekommen Sie einen Ordnungsruf. Sollten Sie sich weiterhin so provokativ verhalten, gibt es weitere Ordnungsmaßnahmen. Denn Sie wollen provozieren, darauf werde ich dann auch eingehen. Wenn die Debatte fortfahren, kündige ich hier erstens an, dass ich die Zwischenrufe, welche während des Redebeitrages des Kollegen Dr. Lars Castellucci hier gefallen sind, am Protokoll, sobald ich es das vorliegen habe, prüfen werde. Ich behalte mir ausdrücklich vor, entsprechende Ordnungsmaßnahmen dann nachträglich entsprechend zu treffen. Zweitens,
Ich weise hier zurück, dass ein Ministerpräsident mit dem Attribut faschistisch hier belegt wird im Zwischenruf durch Herrn Brandner. Der Ministerpräsident, ganz egal welcher parteipolitischen Gruppierung er angehört, ist erst einmal Bestandteil eines Verfassungsorgans und ist nicht mit solchen Attributen zu belegen. So, und jetzt weise ich zurück. Sie wissen, wo Kritik an der Sitzungsführung zu üben ist, jedenfalls nicht hier in der Sitzung. Insofern erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Abgeordneter Brandner, ich weise mit Nachdruck Ihre Erklärung zurück, dass ein von Verfassungswegen vorgesehenes Verfahren, einen Interessenausgleich zwischen dem Deutschen Bundestag und den Bundesländern herbeizuführen, ein Gemauschel sei. Das ist nicht nur unangemessen, sondern in einer Sache falsch. Und das als letzter Satz von mir, weil das mich wirklich ärgert. Ich empfehle Ihnen gelegentlich, die Verfassung zu lesen, Herr Brandner, und nicht nur darüber zu reden. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Carsten Schneider, SPD-Fraktion. Herr Abgeordneter Brandner, Sie dürfen sich setzen, bitte. Und wenn das nicht der Fall ist, bekommen Sie einen Ordnungsruf. Das hängt damit zusammen, wir haben im Ruhrgebiet, ich komme aus Gelsenkirchen, die dritte Generation der Zuwanderer. Da haben schon die Eltern alle einen deutschen Pass gehabt, oder zumindest die meisten, aber sie wohnen eben halt in ihren Parallelgesellschaften. Zu Hause wird die Herkunftssprache gesprochen. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch durchaus, regen Sie sich nicht auf, ich bespreche das, was ich tatsächlich in meinem beruflichen Leben erlebt habe. Denn ich habe andererseits auch Schüler erlebt, die nicht mal hier in Deutschland geboren waren und die perfekt Deutsch waren. Alles, was ich damit sagen möchte, ist, dieses Kriterium Migrationshintergrund, nehmen Sie es ruhig in die Statistik auf, aber ich glaube, es wird kaum wesentlichen Erkenntnisgewinn bringen, weil es einfach sehr unscharf ist. Schließlich, ich würde gerade hier als Rassist bezeichnet, Herr Präsident, das finde ich unverschämt angesichts dessen, was ich hier einfach nur aus meinem beruflichen Erfahrungsschatz erzähle. Das finde ich unerträglich, immer diese Vorwürfe von Ihnen. Sie sollten sich schämen, sowas ständig zu sagen. Ich bin alles andere als ein Rassist. Nehmen Sie das mal endlich zur Kenntnis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Laufe der Aussprache hat der Kollege Strengmann-Kuhn von den Grünen den Kollegen Schneider von der AfD als Rassisten bezeichnen. Lieber Herr Strengmann-Kuhn, ich erteile Ihnen für diese persönliche Herabwürdigung des Kollegen Schneider einen Ordnungsruf. Frau Künast, ich habe noch gar nichts gesagt, da gibt es doch gar nichts dazwischen zu reden. Ich glaube, Sie haben schon Visionen, Brandner-Visionen, oder? Meine Damen und Herren, der Kollege Müller hat ja gerade hier schon einiges erzählt. Ich kann daran anschließen, denn mit dem vorliegenden Antrag beweist die FDP, dass sie genau das Gegenteil der von ihr immer sogenannten Service-Opposition ist und dass sie von parlamentarischer Arbeit in etwa genauso viel Ahnung hat wie von eigenen Medienbeteiligungen. Am Cicero beispielsweise nämlich gar keine. Herr Martens, wo ist Herr Martens? Der kennt sich ja da besonders aus. Ziehen Sie Ihren Antrag zurück. Kloppen Sie ihn in die Tonne und belästigen Sie uns hier nicht mit solch einem Mist. Dankeschön. Herr Kollege Brandner, ich gehe davon aus, dass das kleine Scharmützel, was Sie mit Frau Künast am Anfang hatten, Sie daran gehindert hat, das Präsidium ordnungsgemäß anzureden. Zu Ihren Gunsten gehe ich davon aus. Das hat Sie sehr beschäftigt. Ansonsten müsste ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Davon sehe ich noch mal ab. Mit der erforderlichen Mehrheit von 355 Stimmen ist zur Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt die Abgeordnete Dr. Eva Högel. Frau Kollegin von Storch, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf dafür. Und wenn Sie gerne noch einen haben wollen, ich kann noch ein Ordnungsgeld verteilen. Die Wahl eines Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages als lächerlich zu bezeichnen und zu erklären, das sei auf dem Rücken der Soldatinnen und Soldaten geschehen, ist einfach unparlamentarisch.
Herr Präsident, liebe Kollegen. Herr Braun, Augenblick nochmal. Also durch die Form der Abstimmung in der Lobby verlagern sich die Gespräche, die sonst draußen geführt werden, zunehmend hier durch die offene Tür sickert das hier ins Plenum ein. Ich bitte noch mal darum, dass die Gespräche dort hinten in der Lobby an der Tür nicht hier drinnen geführt werden, weil das eine permanente Unruhe erzeugt, die diese Debatte nicht gut verträgt. Also gehen Sie bitte raus, wenn Sie Gespräche führen wollen. Vielen Dank. Herr Braun, Sie haben das Wort. Sie haben die Anordnungen des Präsidenten nicht zu kommentieren. Wenn Sie das nochmal machen, halten Sie sich in Ordnungsruf ein. Herr Braun, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Roland Jahn. Herr Kollege Brandner, solche Zwischenrufe stehen Ihnen nicht zu, die sind respektlos. Ja, aber ich glaube, das war ein ironischer Zwischenruf. Ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in der gebotenen Sachlichkeit Herr Kollege, reden über eine Mauermörderpartei. Herr Kollege Brandner, bevor Sie weiterreden, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Wegen der Missachtung des sitzungsleitenden Präsidenten. Sie beginnen Ihre Rede mit Herrn Präsident. Ich dachte, bei Männern und Frauen und Damen und Herren werden Sie einbezogen. Herr Kollege Brandner, Sie erhalten einen zweiten Ordnungsruf. Und beim dritten Ordnungsruf dürfen Sie das Podium verlassen. Ja. Herr Kollege Brandner, erlauben Sie mir zwei Hinweise. Für die Klassifizierung der Linken als nationalsozialistische Partei erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Das ist der dritte. Ich behalte mir weitere Ordnungsmaßnahmen vor. Das war ein Hetzer. Das war nicht so. Frau Kollegin, wer auch immer das war, Frau Möhlen wahrscheinlich, für den Begriff Hetzer erteile ich einen Ordnungsruf. Das ist es wert. Ich erteile Ihnen dafür einen zweiten Ordnungsruf. Und beim dritten Ordnungsruf dürfen Sie den Saal verlassen. Wir teilen uns die Ordnungsrufe. Als nächster, das stellen wir gleich noch mal fest, keine Sorge, wir ordnen das ordentlich zu. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja? Der Rede, ja.